75326 Boba Fetts Thronsaal, und genau um den geht es heute, beziehungsweise unter anderem um den, weil es am Ende vom Video auch noch ein Update des Community Lego Depots gibt. Aber als erster schauen wir uns die Investmenttauglichkeit von diesem Set an, wo ich persönlich ein übelster Fan davon bin, will ich schon mal vorwegnehmen. Und grundsätzlich gibt es gerade relativ günstig im Netz zu haben, und deswegen schauen wir uns heute in der Analyse dieses Set an. Jetzt will ich eure Zeit nicht länger stehlen, ab geht's zum Rechner und dann schauen wir mal, was dieses Set so drauf hat. Wie schon eben erwähnt, geht es heute um das Lego Star Wars Set 75326, und wir bewerten das Ganze wieder wie in der letzten Analyse. Wir vergeben Punkte für die verschiedenen Kriterien, und jetzt schauen wir uns das allererste Mal die Eckdaten an. Also grundsätzlich ist die UVP 99,99, ihr seht es hier bei Lego, 732 Teile. Das Set kam 2022 auf den Markt, kann man hier bei Brick Merch einfach feststellen. Hier unten steht das Ganze, wird voraussichtlich dieses Jahr vom Markt gehen. Das ist ganz wichtig, ich analysiere nur noch Sets, die voraussichtlich dieses Jahr vom Markt gehen werden. Das habe ich mir einfach so gesagt und das werde ich so durchziehen. Was mir auch noch wichtig ist, ich sage immer die Seiten dazu, damit ihr alles transparent dann auch nachvollziehen könnt. Die UVP habe ich schon genannt von 99,99. 732 Teile, ist ein 9 Plus Set, in Anführungszeichen 7 Minifiguren, auf die Minifiguren gehen wir dann gleich noch ein, es sind 6 exklusiv davon, und ja, der bisherige Bestpreis liegt ungefähr bei 60 €, aber der war nur ganz kurz verfügbar. Grundsätzlich der aktuelle Bestpreis liegt ungefähr bei 69 €, das will ich euch später noch zeigen. Jetzt fangen wir mal direkt an mit den Minifiguren. Was können diese Minifiguren und wie würde ich diese Minifiguren bewerten? Dazu haben wir jetzt gleich den ersten Punkt. Grundsätzlich hat das Set 7 Minifiguren, 6 davon sind exklusiv. Ich habe hier auch noch meine Analyse vor mir. Die Minifiguren entsprechen 43% der UVP, also alle Minifiguren, wenn man die beim günstigsten Bricklink-Preis verkauft, dann ist man ca. bei 43% der UVP. Und die Minifiguren sind ungefähr im Wert zwischen 3 und 15 Euro. Also es sind sehr wertvolle, in Anführungszeichen, Figuren auch dabei. Und das spricht meiner Meinung nach schon sehr, sehr gut für dieses Set. Die Anzahl der Minifiguren, wie gesagt, 7 an der Zahl, 6 davon exklusiv, fast die Hälfte des Setpreises, und die teuerste ist 15 Euro wert. Also das ist ein großer Pluspunkt, der für dieses Set spricht. Und was meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr großes Kaufkriterium darstellt. Hier seht ihr sie nochmal unten, die Minifiguren aufgelistet, sind 2 von dem dabei und von jeder eine sozusagen. Und genau, dem Set würde ich hier eine 8,5 von 10 Punkten für die Minifiguren geben. Natürlich gibt es noch Sets mit besseren Minifiguren, alle exklusiv und einen höheren Prozentsatz. Deswegen auch noch ein bisschen was nach oben offen lassen, aber 8,5 von 10 ist hier eine faire Bewertung. Und ja, ist auch ein ganz, ganz großes Kaufkriterium von mir gewesen, die ganzen Minifiguren, die hier am Start sind. Der nächste extrem wichtige Punkt ist natürlich der End-of-Life-Zeitpunkt. Wann verschwindet dieses Set vom Markt? Und ich habe in den letzten Analysen schon gesagt, bei den Star Wars Sets ist das in der Regel zwischen 1,3 und 1,8 Jahren, so ungefähr. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben, weniger nach unten, aber eher nach oben, aber im Durchschnitt zwischen 1,3 und 1,8 Jahren. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, ist am 3.22 rausgekommen und wird wahrscheinlich Ende 2023 End of Life gehen, sehen wir hier bei Brick Merch. Und wenn wir uns das hier jetzt nochmal anschauen, nämlich bei Brick Economy, dann sehen wir auch, dass es wahrscheinlich sogar früher End of Life gehen wird wie das 75333. Und was deutet noch darauf hin? Ich habe hier ein kleines Referenzset rausgesucht. Der ein oder andere wird sagen, naja, kann man das als Referenzset nehmen? Meiner Meinung nach schon. Das ist am 8.2012 rausgekommen und ging am 12.13. End of Life. Also war das Set 16 Monate auf dem Markt, meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 16 Monate. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann dürfte das hier sehr, sehr gut stimmen, weil hier ging das Set am 3.2022 auf den Markt. Ein Jahr später wäre 3.23, den wir jetzt eigentlich schon gehabt haben. 4 Monate drauf wären wir bei April, Mai, Juni, vielleicht im Juli, so ungefähr. Natürlich kann man das jetzt nicht 1:1 übernehmen, aber es würde halt sehr, sehr gut passen zu diesem Wert, hier zu diesem Wert und auch zu unserem Referenzset-Wert und auch zu diesem Wert, den wir selbst haben, zwischen 1,3 und 1,8 Jahren. Also Juli bis September kann man sagen, könnte dieses Set End of Life gehen. Natürlich kann es auch jetzt erst Ende 2023 sein, aber ich glaube, zwischen Juli, September, Oktober kann es verschwinden. Also schaut da definitiv, dass ihr es, wenn ihr es kaufen wollt, euch nicht zu lange aufhebt,
weil dann kann es euch so passieren wie bei anderen Sets, dass man es dann nicht mehr unter UVP bekommt oder nur noch schwer unter UVP bekommt. Für die Einschätzung der End-of-Life-Zeit würde ich auch eine 8,5 von 10 geben. Wir können es eigentlich relativ gut hier feststellen anhand von verschiedenen Kriterien. Es passt perfekt in die Achse rein, die wir uns gezeichnet haben. Und die Seiten bestätigen uns das Ganze noch und zusätzlich noch eine kleine Bestätigung durchs Referenzset. Ob ihr das jetzt als Referenzset annimmt oder nicht, das ist eure Geschichte, aber ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht und deswegen 8,5 von 10. Bevor wir jetzt zum ersten Negativpunkt kommen, sprechen wir noch ganz kurz über einen sehr, sehr positiven Punkt, nämlich über die Zielgruppe. Warum? Ähnlich wie beim 75333 ist es ein Spielset, es spricht Minifigurensammler an, es spricht Star Wars Fans an, also es spricht eigentlich quer durch die Bank sehr, sehr viele Leute an. Auch der Preis ist noch nicht ganz hoch, auch wenn es nach dem End of Life natürlich steigen wird, hoffentlich natürlich, ist es noch leistbar und die Zielgruppe ist definitiv gegeben, wirklich quer durch die Bank. Wie schon eben gesagt, Minifigurensammler, Kinder, Spielset, Star Wars Fans, also wirklich quer durch die Bank. Hier eine 9 von 10, es geht auch eine 10 von 10 meiner Meinung nach, aber wir lassen es immer noch ein bisschen ein Spiel offen. Eine 9 von 10 ist hier okay für die Zielgruppe meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich zu jedem Punkt, was ich hier schreibe, gerne in die Kommentare schreiben, nee, denke ich nicht, weil, und dann diskutieren wir drüber, ist überhaupt nicht schlimm, Freunde, schreibt sie gerne. Haben wir ein ausschlaggebendes Referenzset gefunden? Jein, meiner Meinung nach. 95-16 Jabba's Palace könnte man als Referenzset verwenden, muss man aber nicht. Es hat ein paar mehr Minifiguren, die UVP war um 40 Euro schon damals höher. Es ist 10 Jahre bereits vom Markt. Ich glaube, ich ging 2023 vom Markt, nicht 2023, sondern 2013 natürlich vom Markt. Und wir können uns das Ganze mal anschauen. So sieht das Set aus. Sollte es irgendjemand haben, ist gut was wert geworden, weil wenn man jetzt hier bei Geizhals auf maximal geht, dann hat man es hier mal für 99 kaufen können. Das ist jetzt zwischen 300 und 400 Euro irgendwo wert. Ob man das jetzt als gutes Referenzset verwenden kann, das weiß ich nicht. Das sei dahingestellt, wirklich. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich haben wir hier auch ähnliche Figuren sind hier vorhanden. Hier diese hier und auch diese hier beispielsweise. Aber trotzdem ist mir das einfach schon ein bisschen zu alt, um zu sagen, ja okay, man kann da so heftige Rückschlüsse draus ziehen. Das ist nur meine Meinung. Hier würde ich eine 5,5 von 10 leider nur geben, in diesem Bereich beim Referenzset, weil es mir einfach schon ein bisschen zu lang vom Markt ist, um da wirklich sagen zu können, okay, in 10 Jahren, da ändert sich was. Allein die UVP vor 10 Jahren, 139, glaube ich, war die, können wir mal kurz schauen, hier bei Brickwatch, 139 vor 10 Jahren. Das wäre wie, wenn wir jetzt eine UVP von 199 oder so hätten. Und da ist schon ein großer Unterschied, auch mehr Minifiguren drinnen. Aber es ist auch nicht gar keine Ähnlichkeit da, meiner Meinung nach. Es ist schon Ähnlichkeit da, aber für mich, wie schon eben gesagt, ein bisschen zu verwaschen. Das bedeutet 5,5 von 10 hier. Gerne auch wieder in die Kommentare, wenn ihr da anderer Meinung seid. Kommen wir direkt zu den anderen Merkmalen. Da habe ich immer eine Kategorie für euch zusammengefasst, habe ich euch ja gesagt. Nämlich beispielsweise Themenwelt. Star Wars ist definitiv ein Plus, ich habe es hier auch aufgeschrieben, die Exklusivität ist hier nicht gegeben, ist auch im freien Handel verfügbar, das ist ein Minus. Nachfrage, der Durchschnitt laut Brick Economy ist auch wirklich durchschnittlich, ist nicht hoch oder auch nicht niedrig, sondern es ist ein durchschnittlicher Wert. Der Preisverlauf ist eher ein Minus, weil es sinkt seit Release 30-35%, Saisonalität ist auch ein Minus, weil es halt einfach nicht gegeben ist. Die Einstiegshürde ist hier neutral. Bei dem 75333 war sie ja gering, weil man hier für 24 Euro schon einsteigen konnte. Also das ist wirklich für jeden. Aber hier bist du halt schon mal bei 70 Euro. Das ist schon ein bisschen ein höherer Betrag. Deswegen hier ein Durchschnitt. Und die Wirtschaftlichkeit ist hier definitiv im Gegensatz nur als Beispiel zum 75333 deutlich besser. Weil wenn wir das jetzt für 70 kaufen und nach dem End of Life steigt es, wenn man jetzt die Durchschnittswerte so anschaut, vielleicht so auf 130 bis 150, relativ zügig, mit ein bisschen Glück, je nachdem wie viel zurückgelegt wurde und so weiter. Ich sage mal auf 140, dann hat man pro Verpackung, wenn man jetzt so ein Sale hat, viel, viel mehr, was hängen bleibt am Ende, wie beim 75333. Ihr wisst, was ich meine, da bleiben vielleicht nach Gebühren 10 hängen bei diesem Set nach Gebühren und so weiter 45. Also man macht mit einem Arbeitsgang 45 und nicht 10. Ihr wisst, was ich meine und deswegen gibt es hier ein Plus. Im Großen und Ganzen haben wir hier eine 7 von 10 bei andere Merkmale für dieses Set, meine Freunde. Und jetzt geht es direkt weiter. Freunde, jetzt kommen wir zum Part Value. Wie können wir den rausfinden? Ich will es euch nur ganz kurz zeigen, was ist der Part Value überhaupt, wenn wir dieses Set
jedes Einzelteil auf Bricklink verkaufen würden, würde dieser Preis rauskommen. Wie gesagt, nur für die, die vielleicht die Analyse gerade das erste Mal in ihrem Leben sehen. Wo kann man das rausfinden? Auf Bricklink, hier bei Market, so drüber fahren auf Price Guide. Dann geben wir hier die Set-Nummer ein, die Box rechnen wir natürlich dazu und auch die extra Parts, die halt noch drin sind. Da sind wir bei $152. Wenn wir diese $152 hier bei Google eingeben, finden wir gleich die Umrechnung, wären 137 Euro. Wenn wir sagen, die UVP liegt bei 99,99, also glatt bei 100, dann haben wir hier 37,74% zur UVP. Der durchschnittliche Preis, beziehungsweise nicht Preis, sondern Part.Value zu UVP liegt bei 55% bei Star Wars. Also wir haben natürlich viele Referenzen durch unsere ganzen Analysen. Der liegt ungefähr bei 55 und nicht bei 37. Also dieser Wert ist jetzt nicht relativ gut. Also deswegen geben wir hier nur eine 6 von 10 beim Part.Value. Natürlich kann der Part.Value oder wird der Part.Value natürlich steigen. Und wenn man den Part.Value zum Einkaufspreis, nämlich 70 Euro rechnen würde, dann wären wir hier deutlich, deutlich besser drauf. Aber wir rechnen immer alles zu UVP und im Worst-Case-Szenario. Und deswegen hier, wie gesagt, nur 6,5 von 10. Preise und Verfügbarkeit. Dieses Set ist eigentlich so gut wie überall verfügbar. Es ist zwar nicht so heftig gedumpt worden wie andere Sets, aber trotzdem hier für 72 beispielsweise bei Amazon. Wir haben sie sogar unter 70 kaufen können. Der Einstieg ist trotzdem noch okay. Aber hier auch nur eine 7 von 10, weil ich finde einfach, wenn es so oft so massiv rabattiert wird, dass es sehr oft zurückgelegt wird und für einen Investor schlecht ist. Ich schaue immer aus Investorsicht, nicht aus Lego-Spielersicht sozusagen und deswegen passt da definitiv auf, Freunde. Hier würde ich nur eine 7 von 10 geben, aber der Preis bei Amazon ist gerade relativ nice und deswegen kann man hier auch zuschlagen. Also das ist natürlich immer die Sache. Schaut euch noch mein Fazit ganz kurz an, was ich von diesem Set grundsätzlich halte. Dann gibt es auch das Community Depot und dann könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr auch in dieses Set investiert oder nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass ihr euch diese Analysen immer noch selbst einmal durchschaut. Deswegen zeige ich es jetzt auch in meinem Rechner, wo man das Ganze anschauen kann. So ungefähr. Natürlich unsere Datenbanken, wo wir die Zeiten haben und wo wir auch wissen, okay, zwischen 1,3 und 1,8 Jahren oder 55 oder 50%. Das ist klar, dass ihr das nicht habt. Deswegen sage ich es euch, dann müsst ihr auf mich vertrauen. Das sind einfach nur Werte, die wir einfach herausgefunden haben, wir tragen alles in Tabellen ein und die Durchschnittswerte sind das einfach. Manche weichen natürlich komplett bei den Durchschnittswerten ab, so ist es halt, aber ein Durchschnittswert ist trotzdem. Mein Fazit zu diesem relativ guten Investment-Set ist eine 8,5 von 10 Punkten, meine Freunde. Ich finde dieses Set gut, die Minifiguren sind top, ich finde auch den Preis des Sets relativ nice, also wenn man ihn um 70 kaufen kann und dann für 140, 150 verkaufen kann, ist das ein perfekter Sweet Spot, auch im Preis, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und ja, mit diesen 8,5 hat dieses Set 60 von 80 möglichen Punkten in dieser Analyse. Ihr werdet denken, ja, 60 von 80 ist ja nicht ganz so nice. Grundsätzlich ist das geschuldet, weil ich hier beim Referenzset nur 5,5 Punkte gegeben habe. Und ich weiß, dass der Jabba Palace in der ganzen Story eigentlich sozusagen der Vorgänger ist. Aber ich würde es trotzdem nicht als Referenzset wählen, weil du kannst meiner Meinung nach, oder jetzt nicht komplett nicht das Referenzset wählen, aber du kannst nicht ein Set nehmen, das schon 10 Jahre vom Markt ist. Da ist so viel passiert, wie gesagt, alleine die UVP war deutlich teurer, plus die 10 Jahre, das kann man so gar nicht mehr rechnen. Also die UVP wäre damals, wenn man es mit heutigen Preis vergleicht, irgendwie über 200 gewesen, meiner Meinung nach. Und hier haben wir eine UVP von 99,99 und deswegen, ja, da fehlen halt gleich mal ein paar Punkte. Trotzdem, wenn euch das nicht stört oder wenn ihr sagt, nee, ich glaube, beim Referenzset bei Jabba, bei Jabba's Palace, gebe ich dem aber auch eine 8,5. Dann steigt das natürlich komplett. Ich oder meine Empfehlung, das ist nur meine Empfehlung und es ist keine Investmentberatung, das hat für Handel selbstverantwortlich, das muss ich dazu sagen, kann man das so ab 70 Euro kaufen, je nachdem wie groß euer Portfolio ist und genau das haben wir auch gemacht, Freunde. Im Großen und Ganzen haben wir uns jetzt 2 Stück fürs Community Portfolio geholt, das zeige ich euch dann im Anschluss noch ganz kurz und ich finde es einfach richtig, richtig nice. Dieses Set, ich habe mich wirklich ein bisschen verliebt in dieses Set. Ich würde es auch selbst gerne aufbauen. Ich finde die Minifiguren geil. Ich mag es einfach. Wie gesagt, der Investmentplan ist ab 150 Euro fangen wir an zu verkaufen. Und ja, ich hoffe, dass es schnell vom Markt geht. Und vielleicht hat euch die Analyse gefallen, Freunde. Gerne schreibt mir eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Und jetzt geht es noch ganz kurz zum Community Depot. So, Freunde, jetzt kommen wir ganz kurz zum Community Depot. Ihr habt ja gesehen, warum ich in dieses Set investiert habe. Glaube ich, habe ich ausführlich jetzt euch gesagt und auch gezeigt.
Und jetzt seht ihr auch nochmal ganz kurz den Einkaufspreis, 58,74 € netto, das wären ungefähr 70,40 € brutto. Zwei Stück habe ich mir bei Amazon geholt. Wie gesagt, gibt es noch nach wie vor, ihr seht es jetzt leider um 73, ist um 3 € jetzt gestiegen, ist aber trotzdem noch meiner Meinung nach ein okayer Preis, um eventuell dort auch einzusteigen. Man kann natürlich noch ein bisschen warten, aber dann kann auch Folgendes passieren wie bei dem Fighter Tank hier, was auch auf meiner Watchlist ganz, ganz oben steht, dass man den halt wirklich nicht mehr bekommt und UVP oder nur ganz, ganz schwer. Also ich würde da nicht zu viel spekulieren, aber wie gesagt, wir haben es jetzt hier zweimal geholt. Ich habe gesagt, ich investiere zwischen 100 und 300, vielleicht auch mal 400 € im Monat hier rein, und dieses Monat waren es 140. Wie gesagt, ich kaufe nichts, um einfach was zu kaufen, sondern ich kaufe nur, wo ich mir relativ sicher bin und wo auch der Preis einigermaßen passt. Genau, und auch was öffentlich verfügbar ist. Ich könnte natürlich auch an größere Mengen billiger kommen, noch etwas billiger kommen, aber das hätte ja für euch gar keinen Sinn. Wo gibt es dieses Set jetzt? Hier bei Amazon für 73 noch und bei Alternate beispielsweise für 69,90. Hier kommt aber auch der Versand von 4 € noch drauf, also du bist auch ungefähr bei dem gleichen Preis. Kann man sich zu dem Preis noch ziehen, meiner Meinung nach. Wir tragen das jetzt auf jeden Fall in unser Brick Depot ein. Dort haben wir jetzt einen Einkaufswert von 412 € und 92 € lagernd, und jetzt fügen wir hier ein Set hinzu. Wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt das zweite Video in dieser Reihe. Das Einkaufsdatum war Anfang April, soweit ich mich erinnere, und der Preis pro Stück war 70 € und ich glaube 49 € ist ein Brutto. Wir können auch den Nettopreis eintragen, aber haben wir nie gemacht, machen wir es so. 70,49 €, Zustand ist neu, Lager Standard, Notiz Community Depot, zwei Stück Kammer und zum Depot hinzufügen. Und jetzt erhöht sich unser Depotwert auf 553 € und dieses Set ist jetzt hier hinzugefügt worden. Boba Fett's Thronsaal, richtig, richtig nice. Wie gesagt, falls ihr da noch Bock habt, ich habe es euch unten auch verlinkt. Aber viel spannender ist auch dieses Set, 75,342, und da werden wir bei der nächsten Folge online in die Läden gehen. Wenn ich jetzt nicht so viele Sets kaufe oder nur ein Set, dann bekommt ihr vorher noch eine geile Analyse vom Set, und wenn ich jetzt mehrere Sets kaufe, dann mache ich so eine kleine Analyse zu jedem Set, warum ich das Ganze kaufe. Wie gesagt, wir werden jetzt dann live in die Läden gehen fürs nächste Video bereits und unter anderem dieses Set dann auch noch suchen. Seid da definitiv gespannt. Wenn ihr mehr Lego-Analysen wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare, weil dann weiß ich, dass ihr Bock drauf habt. Und ansonsten hoffe ich, dieses klitzekleine, aber sehr feine Analysevideo zum Set 75,326 in Kombination mit unserem Community-Depot-Update hat euch gefallen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wirklich nur das Beste. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René